Ach ja, da war noch was. Ein Vlog-Video wollte ich mal wieder machen. Bist du schon ewig wieder hier? Mein Gott. Wann war das letzte Video? Was? Schon so lange? Na, die Kamera läuft ja schon. Oh, leck mir im Arsch. Ah, ich schau wirklich im Arsch aus. Ja. Also. Hallo, liebe Filmfreunde. Hier ist euer VHS80 mit dem Vlog Nummer 3. Ja. Denkt nichts dabei. Ich schau wirklich richtig scheiße aus. Ich habe nämlich jetzt Nachtdienst. Und das Schlafen klappt wirklich nicht so ganz gut bei mir. Schon meine zweite Nacht, das ist jetzt heute. Ich habe 5 Nächte. Und ja, meine liebe Frau hat Frühdienst, also heißt, ich muss immer aufbleiben, um die kleine Emma in den Kindergarten zu schaffen. Aber da es hier richtig fit früh ist, klappt es auch ganz gut. Aber ich komme meistens nicht vor 7:30 ins Bett. Und meistens bin ich um 10:30, 11:30, 12 wieder ausgeschlafen. Und dann bin ich natürlich eigentlich ein bisschen immer wieder ein bisschen im Arsch. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt extrem Bock auf ein Video zu drehen, denn eigentlich hätte heute noch eine Edition kommen sollen. Aber die kam nicht. Okay, dachte ich mir, jetzt mache ich ein Vlog-Video für euch. Das macht einfach euch so viel Spaß auch und mir auch. Und endlich können wir so wieder ein wenig babbeln mit euch. Und das ist einfach für mich immer ganz schön. Ja, ein Paket von Amazon erwarte ich noch. Und zwar, es ist nämlich auch wieder mal diese Black Friday Week. Und am 29. November ist der Black Friday hier. Und ja, wie schaut es bei euch aus? Habt ihr auch schon so viel gekauft und noch gar nichts? Also ich habe mir noch nur das Boot gekauft, die Complete Edition. Und darauf freue ich mich schon sehr. Da habe ich echt schon extrem lange drauf gewartet. Aber davon gibt es ein extra Unboxing-Video. Ansonsten, die Cyber Monday-Woche ist ja abgeschafft worden von Amazon. Ganz ehrlich, finde ich jetzt persönlich gar nicht mal so schlimm. Denn, sind wir mal ehrlich, die letzten Jahre waren wirklich eigentlich fast nur noch Schrottartikel drin. Also nichts Bewegendes mehr. Also ich habe ja hier damals meine Humidor-Edition gekauft von Scarface. Und das war natürlich richtig coole Edition. Aber jetzt gibt es echt fast nur noch Müll und Schrott. Also ich bin ja auch ganz froh, dass das eigentlich abgeschafft worden ist. Es gibt ja auch noch mit dieser Black Friday Week, gibt es ja auch noch ein paar gute Angebote, aber jetzt wirklich so viel gekauft habe ich jetzt nicht. Auch 3-4-2 Aktionen gibt es ja auch wieder, aber auch da habe ich auch nicht zugeschlagen, denn Dezember kommt ja auch noch und da kommt ja auch noch einiges raus. Ja, wie gesagt, sagt mir einfach ein paar in den Kommentaren, was ihr so gekauft habt bei eurem Black Week Friday, Black Friday Woche. Also ich bin ein bisschen im Arsch. So, aber jetzt gibt es so eine coole Information für euch, vielleicht für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, denn auf DVD-Forum, auf bluridisc.de habe ich eine Anfrage gesehen und eine News gesehen, dass eben hier bei diesem Spider-Man 4K Steelbook Far From Home die 2D-Disc fehlt. Einfach aus dem Grund, weil nämlich hier steht drauf, eine Stunde Bonusmaterial. Und ich habe es ja angeboxt, dieses Teil. Und da gibt es ja wirklich nur die 3D- und die 4K-Version. Und nirgendwo ist eben das Bonusmaterial drauf. So, und ein User hat dann mal Amazon angeschrieben, was es soll. Es fehlen die Bonus. Und jetzt bekommen alle, die Amazon anschreiben, eine 2D-Disc zugeschickt, kostenlos. Und habe das dann auch mal ausprobiert, habe dann bei Amazon mal Kundendienst angeschrieben. Und was machen die? Die schicken mir nochmal das 4K Steelbook nochmal zusätzlich zu. Obwohl ich mehrmals gesagt habe, ich brauche kein 4K Steelbook mehr, sondern nur die 2D-Disc. Ja, dann war die nochmal im Briefkasten drin. Die verkaufe ich jetzt ganz ehrlich, weil dann habe ich auf jeden Fall das andere umsonst gekriegt. Ist doch schon mal ganz cool. Aber ich will noch warten, bis die 2D Blu-ray noch angekommen ist bei mir, weil dann natürlich alles komplett mit verschicken, denn ich habe auch das zweimal angemeldet und ganz ehrlich, richtig cool, Amazon auch gemeint, ich kann die auch behalten, ist einfach ja blöd gelaufen. Aber das, man musste bei Sony anmelden, beziehungsweise bei Sony sich melden. Ich tue mir unten in
hier unten jetzt einblenden, hier, wo ihr euch das anschreiben müsst. Ihr müsst auf jeden Fall in dieser E-Mail reinschreiben, eure Namen und Adresse und dann noch die Bestellnummer von Amazon. Und dann müsst ihr euch eigentlich kostenfrei euch diese Disc zugesendet werden. Bis jetzt habe ich es noch nicht erhalten. Ich bin gespannt, wann sie kommt. Davon mache ich auf jeden Fall ein Video, wenn es soweit sein sollte. Wie gesagt, das 4K Steelbook verkaufe ich für einen normalen Preis von 44,90 €. Wie ich es auch dafür gezahlt habe, also wer es haben möchte, das 4K Steelbook, der kann es auch gerne von mir haben. Ist auch noch sehr gut, also ist nichts dran, gar nichts. Und damit habt ihr schon bei mir was abgenommen und ja, würde mich freuen, wenn ich es an euch verkaufen könnte. So, was gibt's noch? Lindemann-Album. Wie findet ihr das neue Lindemann-Album? Also ich höre es wieder rauf und runter wie immer und muss sagen, es macht schon Spaß. Ja, also ich finde es jetzt nicht besser als das Rammstein-Album, ganz ehrlich. Das ist definitiv nicht der Fall. Also Rammstein ist trotzdem für mich, es ist neuer Rammstein, aber immer noch besser als das hier. Es ist zwar auch sehr cool, wirklich auch richtig coole Lieder dabei. Alles Fresse finde ich wirklich überragend geil, höre ich immer wieder gerne an. Knebel natürlich, also für mich das Highlight dieses ganzen Albums, ganz ehrlich, also wirklich wahr. Frauenmann gibt es auch ein neues offizielles Video von ihm, was ich auch sehr schön, natürlich nicht so ganz explizit wie jetzt von Knebel. Ach so gern, auch ein ganz tolles Lied. Schlaf ein, ja, das ist so das Lied, wo ich eigentlich immer weiterspule, weil es einfach schon sehr ruhig ist, was mir aber auch nicht so ganz gefällt. Kumi finde ich auch sehr cool. Platz 1 ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie ich finde. Wer weiß das schon? Ja, das ist mal ein Lied, wo ich sagen muss, okay, ist ein sehr ruhiges Lied, aber trotz alledem, ich finde es wirklich geil. Muss sagen, ich finde es richtig cool. Ja, Bonusmaterial, Mathematik, ja, das ist einfach für mich das furchtbarste Lied von allen. Also da ist sogar noch das Original, also mit dem Haftbefehl heißt nämlich der Rapper, haben sie mir auch einige geschrieben, vielen Dank. Selbst das finde ich sogar noch einen kleinen Tick besser als das. Das ist einfach, also ganz ehrlich, also Mathematik ist einfach ein Müllvideo, ganz, also Mülllied fällt mir überhaupt nicht. Also das ist wirklich so, wow. Und ach so gern, die Pain-Version finde ich auch richtig klasse. Und da habe ich auch gemeint im Video, ich suche noch Fish On. Und das hat mir lieber André von der Frotzler mir zugeschickt für einen coolen Preis. Herzlichsten Dank für Fish On. Also ein, was habe ich schon mal, da ist auch ein Bonus-Track drauf, das habe ich gar nicht gewusst, nämlich G-Spot Michael. Ja, das sind Englisch und Deutsch. Auch ein richtig geiles Lied, ich finde. Schade, dass das nicht mit auf dem normalen Album mit drauf war. Und ja, es fehlt noch Mathematik, also wenn wir es auch noch gern haben, loshaben möchten, dieses diese Single, dann bitte schreibt mich einfach an. Ich würde mich freuen, denn ich möchte es einfach schon auch gern komplett haben, obwohl mir dieses Lied überhaupt nicht gefällt. Aber es geht einfach bloß darum, alles komplett zu haben. Ja, wie gesagt, wie gefällt euch das Lindemann-Album? Würde mich ein paar Kommentare darüber freuen. Und lieber Manfred oder natürlich auch Kadaver, vielen Dank für deine Sprachnachricht mit Mathematik. Okay, gut. Jetzt gibt es ein weiteres Thema noch, und zwar zeigt mir eure Sammlungen. Da habe ich wieder ein paar neue Videos bekommen. Einmal erstmal das Kurzvideo vom lieben Apple von seiner Sammlung. Und das kam wirklich sehr gut an. Und daraufhin haben sich auch schon der liebe Dennis und auch der liebe Christopher gemeldet. Auch heute ist schon ein Video online gegangen von lieben Christopher, ein Update-Video. Und ja, vielen Dank, dass ihr da mitgemacht. Ich bin immer dankbar, wenn ihr mir Videos schickt von eurer Sammlung. Also wenn ihr sowas machen wollt, bitte macht mit. Es wäre echt cool. Mein Vorhieß 82 zeigt mir eure Sammlung. Der kommt nämlich auch noch. Aber das habe ich immer noch hin verlegt. Denn ich dachte mir, okay, ihr seid mir jetzt wichtiger, dass eure Videos online gehen. Weil mein Video ist ja schon da, mein Overview. Aber deswegen ist für mich das erstmal wichtig, dass eure Videos online kommen. Und meins, denke ich mal, wird in den nächsten 2, 3, 4 Wochen auf jeden Fall auch erscheinen, aber irgendwann mal, wie ich halt eben Lust und Laune habe, denn sobald was Neues kommt von euch, dann wird das andere wieder nach hinten geschoben und von daher wird es auch ein bisschen dauern, eben meine Kurzversion von meinem Overview zu sehen. Ja, am 1. Dezember ist wieder Filmbörse in Nürnberg. Juhu, ich freue mich drauf. Mal gucken, was man so alles findet. Aber nicht nur das, auch da wird es ein richtig großes Film-Junkies-Treffen mal wieder geben. Mit dem lieben Cinemanuel, mit dem lieben Kurt. Wir werden in Nürnberg übernachten, mit dem Joshu. Und das wird natürlich richtig klasse. Und ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf dieses Wochenende jetzt. Es ist zwar extrem anstrengend wahrscheinlich, denn ja, Nachtdienst 5 Nächte, dann
Freitag haben wir noch ein Konzert, wo ich hingehen werde. Und dann am Samstag und Sonntag eben in Nürnberg zu sein. Trotz alledem, ich freue mich wie verrückt da drauf. Und natürlich an euch liebe Grüße alle. Und wer natürlich uns sieht und treffen möchte, ja, uns einfach ansprechen, ist echt kein Problem. Wir reden gerne mit euch. Denn ganz ehrlich, viel kaufen werde ich mit Ihnen unten eh nicht, weil ja, man geht einfach nur runter, um eigentlich Leute zu treffen. Und ja, gut. Okay, sind wir schon was durch mit dem Video. Jetzt ist ja bald Weihnachten. Habt ihr auch schon Weihnachtsstimmung? Also ganz ehrlich, ich überhaupt nicht. Ja. Es ist kein Schnee. Ja, verziehen müssen wir die ganze Wohnung wieder. Ich mag nichts verzieren. Also liebe Sina Maler liebt ja alles hier mit Weihnachten zu schmücken. Ich mag das. Ich bin ein Grinch, gebe ich ganz offen echt zu. Aber gut. So, jetzt sind wir schon durch mit meinen ganzen Hauptpunkte, wo ich eigentlich ansprechen wollte. Aber natürlich auch habt ihr noch einige Kommentare da gelassen noch und auf die ich ein bisschen eingehen möchte. So, erstmal liebe Ebbe hat ja auch was kommentiert mit seinem YouTube-Kanal. Also, hat noch was. Und zwar Ebbe, Forest Goes to Ebbe. Genau, da war noch was. Und zwar Forest Goes to Ebbe. Zurzeit ist es ein bisschen Stillstand, einfach aus dem Grund, denn wir haben einfach alle beide recht wenig Zeit, uns zu treffen. Er ist nämlich gerade auf Manöver, nämlich in Grafenwöhr bei der Bundeswehr. Und von daher wird es ein bisschen dauern, bis er wieder zurückkommt. Es gibt die Retro-Unboxings natürlich weiterhin immer freitags. Ich hoffe, er kann mir noch ein paar weitere liefern, denn langsam wird es auch da schon ein bisschen eng. Aber ich kann nur sagen, die nächsten Videos, die kommen werden, sind legendär. Wirklich wahr, legendär. Da sind so geile Sprüche dabei. Und ich werde auf jeden Fall auch mal demnächst wenn es mal ein bisschen mehr gibt, ein kleines Special für den lieben Apple machen. Und zwar seine coolsten und und krankesten Sprüche, die er so raushaut. Und ich kann nur sagen, es kommen wirklich noch einige richtig coole Sprüche dazu in den Retro-Unbox. Also da einfach unbedingt mal einschalten. Lohnt sich auf jeden Fall. Also ich könnte mich nicht mehr so wegschmeißen, wenn ich diese Videos dann schneide für ihn. Hammer. Also das ist wirklich unglaublich geil. Also da hat es einfach drauf. Also mal herzlichen Dank, liebe Ebbe, an dich nochmal, dass du mich immer wieder aufmunterst mit deinen ganzen Videos. Und macht einfach Spaß, dir zuzuhören und dich einfach. Ich könnte mich einfach wegschmeißen, ohne Scheiße. Ich könnte mir das jedes Mal wegschmeißen. Ich schließe aber schon mal meine Frau, bevor sie was er im Text gesagt hat. Einfach nur geil. Ja, aber wie gesagt, es geht auf jeden Fall weiter mit Zeigt mir eure Sammlungen, mit Forest Goes to Ebbe. Aber ich bin gerade am Überlegen, ob ich das ganze Video mal neu drehen soll. Weil ich laber einfach viel zu viel Scheiß heute. Scheißegal, wir machen einfach weiter, oder? Klar, wir machen weiter. Ihr mag ja gerne lange Videos. Wie gesagt, also Ebbe kommt auf jeden Fall wieder, aber ich muss gucken, wie wir es hinkriegen. Und ich hoffe auch, dass er auch mit auf die Filmbörse mitkommen kann. Wäre auf jeden Fall sehr stark. So, aber jetzt endlich mal zu euch noch. Und ja, da habe ich ein paar coole Kommentare rausgelassen. Und zwar der liebe Kadaver 2047, ja, hat geschrieben, Mahlzeit, ich hätte eine Idee, was Ebbe und du in den nächsten 10 Videos machen könntet. Die Überschrift wäre, wir zerlegen meinen schönen Millennium-Falken für euch, um ihn dann wieder zusammenzubauen. Ja, lieber Kadaver oder lieber Manfred. Ja, also, habe ich wieder sehr köstlich amüsiert bei diesem Kommentar mal wieder, ne? Und aber trotz alledem, ich bin gespannt, was in Zukunft noch von euch so kommt. Macht weiter einfach so mit dem Format. Ich finde euch einfach klasse. Ja, vielen Dank, mein lieber Manfred. Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, mit ihm mal zu quatschen. Denke mal, ihr werdet auf jeden Fall auch sehr gut verstehen, glaube ich mal, mein Freund. Das wird auf jeden Fall ganz gut werden. Ja, aber natürlich machen wir das nicht. Wir werden nicht meinen Millennium-Falken zerlegen. Bist denn du der Deppert oder was? Bist du völlig wahnsinnig? Nein, das mache ich niemals. Mein schöner Millennium-Falken. Hallo? Okay, dann der Alien Reaper. Legendärer Ausraster, aber vollkommen nachvollziehbar mit dem Walking Dead Steelbook. Ja, ich könnte immer noch kotzen. Ich habe es mir auch nicht gekauft. Ich kaufe mir auch nicht die 9. Staffel, solange diese scheiß Web-Edition da rauskommt. Ich kaufe nichts mehr von Walking Dead. Ich bin doch überlegen, ob ich den ganzen Scheiß verkaufen soll. Ohne Scheiß. Und dann einfach wartet, bis die ganze Walking Dead Serie einfach mal abgesetzt wird, um mir eine Komplettbox zu kaufen. So, der Teddy Nash hat auch was Cooles geschrieben. Ja, cool. Man musste schon sehr fleißig sein bei dem Gewinnspielchen. Aber
Sowas finde ich gut, wenn man dafür auch richtig was machen muss. Finde ich klasse. Vielen Dank für deinen Input. Ich finde es auch wirklich sehr interessant, dass ich auch wirklich darüber gefreut habe, dass man was machen muss. Und ganz ehrlich, ich sehe es auch nochmal ein, das einfach zu verschenken. Oder seid ihr so ähnlich, wenn ich mich... Ganz ehrlich, ich habe Avengers Endgame habe ich auch verschenken wollen für nichts. Ich musste nichts machen und der Gewinner hat sich bei mir nicht gemeldet. Ja. Also unverständlich, ja. Aber ihr seht schon, es geht bloß darum, was abzustauben, aber das komplett zu vergessen, ob mitgemacht hat. Deswegen mache ich nur noch solche Videos, dass auch wirklich nur die was bekommen, die wirklich sich anstrengen und die auch wirklich was davon haben und auch sich auch darüber auch freuen. Und einfach nur mitzumachen, dann wird es halt was haben, umsonst. Ja, okay, also vielen Dank, lieber Teddy Nash. Dann, MJ, die Idee mit der Dröte ist zu geil, ich kack ab. Das werde ich in Zukunft auch machen. Ja, macht's auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, geht's euch genauso? Zurzeit sind auch wieder extrem viele nervige Anrufe unterwegs. Also so, zumindest so geht's mir. Jedes Mal klingelt irgendeine bescheuerte Nummer. Aber die Dröte ist oft im Einsatz. Extrem laut, extrem nervig. Aber, ja, bekommt auch die Emma nicht mehr. Die habe ich jetzt irgendwie versteckt hier in dem Raum, damit sie es nicht mehr wegnimmt. Weil nämlich die liebt nämlich an dieser Dröte rumzudröhnen. Und das nervt mich, dieses Dröhnen. Ja, also am Telefon reindröhnen ist lustig. Was habe ich jetzt eigentlich dröhnen gesagt? Auf jeden Fall, macht's auf jeden Fall. Ist eine geile Idee und funktioniert auf jeden Fall sehr gut. So, der liebe Kanan hat ja auch mir was Schönes geschrieben. Und zwar hat er sich nochmal bei mir entschuldigt, was er mir das beim letzten Mal geschrieben hat. Alles gut, mein Freund. Das passt auf jeden Fall so. Und ich, wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir uns mal treffen würden. Dann wir doch eigentlich doch einigermaßen sehr für dieselbe Wellenlänge sind. Wie gesagt, alles Chico, alles gut. Hab's verstanden. Gut, okay. Dann der Enrico hat auch noch mal was mir geschrieben. Und zwar, hallo Voice, super Vlog, super Tipp mit der Pfeife. Der Kanal mal mit bleibt so, genauso machen wir es auch. Und jetzt hat er mir geschrieben, er freut sich auf die Overview riesig. Ich hoffe, die hat die Overview auch wirklich gefallen. Die geht ja auch recht lange. Gewinnspiel gibt es diesmal nicht, aber dafür habt ihr alles einen kompletten Einblick gesehen von meiner Sammlung, wie ich alles organisiere. Und fand ich das wieder auch ganz cool, vor allem auch mit dem lieben Ebbe, der mitgemacht hat, fand ich es richtig geil. Und ja, aber er hat noch ein paar Tipps gegeben oder ein paar Ideen gemacht. Und zwar, ich soll Videos machen über Bewertung, über Bild und Ton von Blu-Rays und von meinen 4K-Sachen. Also ganz ehrlich, lieber Enrico, das Problem ist, ja, ich könnte schon sowas machen, aber das Problem ist, ohne Scheiß, ich habe da wirklich kein so ein, ja, Gefühl davon, ob das Bild jetzt schlecht oder gut ist. Ja, also ich habe jetzt Monster Dog angeguckt mit Alice Cooper. Das ist echt ein geiles Bild für eine uralt Blu-ray, ja, für einen alten Film. Also da ist das Bild wirklich extrem gut gewesen. Aber jetzt bei dem Ton, ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen, ob es jetzt ein genialer Ton ist oder ob der jetzt total scheiße ist. Und bevor ich mir dann aber in den Nesseln reinsetze und einfach scheiße laber, gut, ich labe ja wirklich sehr viel Scheiße, ja, habe ich einfach so meine Bedenken, dass es dann da einfach etwas einen Schuss nach unten, hinten losgeht. Aber was ich machen könnte, ist vielleicht, also was ich mir auch schon überlegt habe, aber ich habe dann wieder Angst, dass es dann wieder heißt, ja, ich tue den anderen YouTuber kopieren und mein Gott, das hat er dann Micha von Michael Sven ja auch gemacht und bla 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 und das machst du jetzt auch und das ist ja unschön, das ist ja auch wieder Clickbait und ja, ihr wisst ja, auf was ich hinaus will. Und zwar, ich würde gerne so ein, keine Review machen über die Filme, sondern einfach mal so ein Wochen-Video machen, was ich einfach in dieser Woche angeguckt habe. Denn bei mir, ich gucke wirklich sehr viele Videos, Filme an. Und das ist so meine Idee, was wir machen können. Da könnte ich auch mal was dazu noch sagen, wie mir so die Filme gefallen haben. Und natürlich auch, wie halt eben die Bildqualität auch so war. Aber ich will jetzt eben da keine Review machen über die ganzen Filme. Einfach nur sagen, okay, der Film war cool, der Film war schlecht. Gut, ich gucke wirklich auch wirklich wenig komische oder Filme, die überhaupt mich nicht interessieren, eigentlich an. Also das ist das andere wieder. Also ich gucke einfach nur das an, was mir auch wirklich gefallen wird. Deswegen sind meine Bewertungen immer recht hoch, weil mir diese Filme auch meistens auch wirklich immer gefallen. Ja, okay, Gut. Haben wir noch was? Ich gucke nochmal weiter. Genau. Der Tossa 252 hat ja auch da das unzensierte Video auch mal in einem
Ja, Link verlinkt von Knebel. Also bitte nur angucken, der, wenn man auch wirklich ab 18 ist, denn das Video ist schon echt böse, böse, böse. Aber ich finde es geil. Ja, ich bin einfach ein kranker Mensch im Kopf. Gut, okay, das ist das. Und ich glaube, wir müssten auch schon durch sein. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit dem völlig überdrehten Vlog Nummer 3. Ihr wisst schon, ich habe Nachtdienst, da habe ich noch mehr Laber, da will ich noch mehr labern. Ja. Aber würde mal sagen, das passt erstmal. Jetzt habt ihr wieder gefragt, ihr könnt mir ein paar Kommentare schreiben, was ihr also beim nächsten Vlog hören möchtet. Und ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps gegeben mit dem Spider-Man. Und freue mich schon auf euch auf in Nürnberg, wenn wir uns das sehen sollten. Einfach uns ansprechen. Wir würden uns freuen, extrem. Und ja, das war's mit dem Vlog Nummer 3. Jo! Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe mal, morgen kommt dann endlich meine Edition, die ich mir bestellt habe von den Black Friday Week. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ja, das war's von mir. Und natürlich noch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann, tschüss mit Ö und Beep. Völlig überdreht, ich weiß, aber ich kann nichts dafür. Und jetzt, glaube ich, gehe nochmal auf die Couch und penne weiter, bis die kleine Emma nach Hause kommt. Jo.